Hallo und herzlich willkommen zu Gümer TV. Heute haben wir was ganz, ganz Besonderes. Und zwar gehen wir heute, wie beim Camper Tobi auf dem Kanal schon angekündigt, mal durch unsere Ausstellung durch. Und da er schon da ist, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir doch gleich und bringe ihn auch mal auf eine unserer Videos mit drauf. Und wir zeigen euch heute generell einfach mal so einen kleinen Einblick in unseren Verkaufsraum. Viel Spaß mit dem Video. Für alle, die den Teil vorher nicht gesehen haben, wir haben uns ausführlich hier über Gümer in Wertheim schon unterhalten, ja. Über den Reboot. Der schaut oben in den Link rein. Genau, wir haben beim Camper Tobi dazu schon ein sehr ausführliches Video gemacht, deswegen unbedingt auch bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. Ich verlinke es euch einfach oben und dann, falls euch das interessiert zum Thema Erwin Hümerwelt, Stellplatz und Co., dann könnt ihr einfach bei ihm auf dem Kanal vorbeischauen. So schaut's aus. Gut. Und jetzt frönen wir unserem Hobby. Nicht unserem Hobby, bei dir ist es Leidenschaft, genauso wie bei mir. Ja. Passion. Bist du eigentlich im Wohnmobil aufgewachsen? Gleich mal die erste Frage. Ja, so Urlaube haben wir immer im Wohnmobil gemacht. Ja, ich habe schon gehört, hier im Tunnel mit Satellitenanlage mal und so. Genau. Ja, ich habe deine Videos auch schon gesehen. Ja. Auf geht's. Ist schon alles Mögliche vorgekommen, genau. Heute zeigen wir euch einfach mal so ein bisschen die Ausstellung, einfach auch mal hier drinnen, wie wir uns das gedacht haben. Und der Tobi ist ja dafür bekannt, dass er immer ganz gerne gute Zwischenfragen stellt, die dann natürlich auch anfeuern dazu sind, dass wir euch nochmal auf Näheres eingehen. Es ist immer gut, ein bisschen Feedback von außen zu haben. Ja, so Willi will's wissen Style ist das bei mir. Genau, Camper Tobi will's wissen. Genau. Ja. Also im Prinzip, wir fangen hier an bei unserem Empfangsbereich. Ja, wir haben hier mit einer kleinen Couch, da ist auch dann gleich die Infotheke. Kann man auch gerade mal kurz rumschwenken. Ne? Ist einfach wichtig, dass der Kunde hier reinkommt und gleich bequem sitzen kann. Hier wird natürlich dann auch gerne immer ein Kaffee angeboten, was zum Trinken, dass wir generell da auch immer ganz gut ausgestattet sind. Stimmt. Liebe Leute, wir sind jetzt im Innenraum in der Ausstellung, deswegen, aber ich glaube, ihr versteht uns ganz gut, aber ihr seht, wir achten auf unseren Abstand. Richtig. Und so weiter. Ja, das, wie man schon sieht, wir haben versucht, möglichst viel Licht reinzubringen. Ja, am Anfang standen die Autos hier vorne an den Schaufenstern. Das wollte man bewusst eben nicht, weil, dass da viel Licht reinkommt, dass der Kunde auch vorne im Tageslicht sitzt. Und genau. Wir haben jetzt auch noch einen kleinen Gast mitgebracht. Und kleiner zwar, Gast ist gut. Ja, den Freddy, den kennt ihr ja schon aus unseren Videos. Mit dem werden wir jetzt mal die Ausstellung durchgehen. Da ist er auch schon. Kannst gerne mal rüberschwenken. Genau, Mundschutz. Nicht zu vergessen. Servus, Herr Gödel. Ich bin nochmal anständig unterwegs heute. Wir haben uns schon, aber gerne nochmal. Hallo. So. Aber wir unter uns haben gesagt, per Du, unter Campern ist es so üblich. Sind wir immer per Du. We proudly present Camper Freddy. Der Camper Freddy, ja. Genau. Wir gehen jetzt mal durch die Ausstellung durch. Freddy, was sagst du zum Empfangsbereich hier? Welche Fahrzeuge sind hier besonders ausgestellt? Also grundsätzlich schauen wir, dass wir hier immer durchwechseln. Also wir wechseln eigentlich fast wöchentlich durch. Wir haben ein paar Angebote, auch ein paar Neuigkeiten dabei, wie zum Beispiel unser neuer BMW Modell 21 schon. Das hat alles im Angebot, sodass man auch mal alles mögliche zeigt. Ja. Bei Kasten, der Touring da hinten, wo man Highlight. Sogar als Modell im Angebot. Und ein schöner Alpha. Ich muss immer, wenn ich einen Alpha sehe, stehen bleiben und sagen: Guck mal, ein Alpha, ich stehe auf Alphas. Ja. Ich auch, deswegen steht er auch immer neben mir. wenn der Alpha da ist, steht immer einer neben mir. Ja. Schon was Feines, ja. Vor allem auf Iveco, der macht schon richtig Laune. Der macht Spaß. Ja. Dann gehen wir gerade mal weiter zu unserer Hümer-Ausstellung, sage ich jetzt mal. Die Hümer-Halle sage ich dazu immer ganz gerne. Genau. Da haben wir hier immer schön mit den Mercedes-Chassis. Praktisch, je hochwertiger, desto weiter vorne stehen sie. So haben wir das so ungefähr geplant. Ist immer ganz wichtig, dass man hier eine klare Linie hat, dass der Kunde immer weiß, in welchem Segment er suchen kann. Dass es dann auch klar gestaffelt ist. Ja. Möglichst breite Auswahl dastehen haben. Ja. Die Fahrzeuge, die doppelt sind, haben wir trotzdem noch da, die sind dann draußen. Aber hier, dass wir hier eine schöne breite Auswahl, dass die Kunden hier direkt alles sehen können, ohne dann über den ganzen Platz rennen sind. Genau. Ja, okay.
Hier auf der rechten Seite oder jetzt in dem Fall auf der linken Seite bei euch sind die ganzen Büros vom Vertrieb. Wie gesagt, wir sind hier nur noch als Mieter drin. Das haben wir ja beim Tobi auf dem Kanal nochmal sehr, sehr deutlich erklärt, wie die Situation jetzt ist. Und wir haben natürlich dann versucht, das Beste daraus zu machen. Wir arbeiten auch viel mit Pflanzen, um den Ausstellungsbereich jetzt hier so schön wie möglich zu machen, dass ein Kunde sich hier auch maximal wohlfühlen kann, ja. Mit den Gegebenheiten, mit denen wir jetzt bis zu unserem Neubau 2021 dann halt eben umgehen müssen. Ja, ihr habt schöne Landschaften dahinter, das ist nett. Und ich finde die Mischung auch ganz interessant von diesem emotionalen, gemischt mit diesem Industrial Style, den das Ganze ja hergibt als Halle. Ja, kein Fahrzeug hängen. Ihr bleibt mit keinem hängen, außer die Dachluke ist offen. Ja, das schaut man vor gut. Immer mein Hinweis übrigens, ich weiß nicht, ob ich sowas jetzt sagen darf, auf GümmerTV, liebe Leute, die Reisemobilhändler freuen sich zwar über kaputte Dachluken, der eine oder andere muss man für ein Jahr austauschen, aber bitte macht die während der Fahrt zu, das ist nicht sicher. Ich sehe so viele, gerade wo es jetzt heiß war, wirklich jedes dritte Auto auf der Autobahn und ich fahre echt viel, irgendwelche Dachluken und Fenster offen. Neulich hat mich fast eins getroffen, kann man ruhig mal sagen, also da glaube ich, will keiner jetzt Umsatz machen damit, aber aus Sicherheitsgründen, ihr trefft vielleicht einen anderen zu machen. Ja, aber das sehe ich auch ständig, wenn ich unterwegs bin. Ich bin ja auch recht viel unterwegs. Dementsprechend sieht man ständig Dachluken offen, weil sie einfach das nicht wissen. Dass ja, das hörst du teilweise ja gar nicht. Aber auch Heckfenster zum Beispiel. Ja. Teilweise aber auch die SAT-Anlagen, wo dann wirklich sich verklemmen und nicht eingefahren sind. Einfach. Ja, ich hätte gesagt, der Jan kommt einfach mal um uns herum. Da haben wir nämlich auch interessante Geschichten. Und zwar auch den großen Teil unserer Außenausstellung jetzt auch. Man sieht es ja auch, wir arbeiten hier in dem bekannten Modell, die Fahrzeuge schön nebeneinander hinzustellen, dass man einmal die Reihe durch sich als Kunde da auch ganz gut orientieren kann. Und wir haben schon ein paar Kleinigkeiten von Mannheim übernommen, nämlich die Palme. Stimmt. Das ist das Markenzeichen von unserem Handelsplatz in Mannheim. Auch dieses Ausstellungsgelände mit den Palmen, auch mit diesen gelben Steinen, das ist ein bisschen dieses Beach-Feeling halt hergibt. See Video. Ja, genau. Und da versuchen wir das jetzt auch hier so ein bisschen mitzubringen. Halt. Palme ist halt Urlaub. 2021 sehe ich hier schon, oder? Ja, drin stehen schon ein paar. Wow. Früh dran. Toll. Hier, der Adventure Edition. Schön. Ja. Fleißig. Wir haben noch von Sunline. Mhm. Auch 21er Modell. BMLT 87, wie er drin steht. Ja. Haben ein paar. Ja. Gesagt, einer ist sogar schon ausgeliefert, fährt schon auf deutschen Straßen. Mhm. Ansonsten, es kommen jetzt, ich habe gerade eben ein paar Mitteilungen vom Werk bekommen, es kommen jetzt nochmal einige 21er Modelle Detlefs. Mhm. Und Wohnwägen haben wir auch schon einige 21er da, wie zum Beispiel vorne den Beduinen und hier unten in der Reihe, da gehen wir jetzt eh nochmal durch. Genau. Die Camper, da haben wir jetzt ein paar Videos gemacht über die neuen Camper-Modelle. Ja. Beduinen, wie gesagt, haben wir schon zwei da, da kommen jetzt richtig viele, kommt jetzt so peu à peu kommen die Fahrzeuge. Siehst du mal, ja, jetzt sind die Werksferien vorbei, da werden die Bänder umgestellt. Das ist der alljährliche Brauch. Wunderbar. Die Fahrzeuge müssen ja auch in die Bewegung drin. Dass die Kunden schnell ihre Fahrzeuge richtig bekommen. Da sind wir ja momentan sehr, sehr schnell. So was schauen wir uns auch noch an. Da können wir unsere Videos linken. Ja, auf jeden Fall. Standardbauteile. In die Werkstatt gehen wir ja noch. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiges Thema, finde ich. Also da hat man jetzt im Ansehen, glaube ich, nur gewonnen für diese Entscheidung. Gut, es wird immer Leute geben, die anders denken. Das haben wir bei jedem Thema. Es fährt auch nicht jeder einen Camper. Manche wollen nur ins Hotel, was ich ja gar nicht verstehen kann. Nee, heutzutage ist so viel über online möglich. Ja. Da braucht man jetzt nicht unbedingt diese Messe. Man merkt es ja dieses Jahr, wie es auch anders gehen kann. Genau. Und mal schauen, ob sie wirklich stattfindet, die Messe. Ja, bis zum letzten Tag bleibt spannend. Ja. Wir werden sehen. Genau. Ja. Gut. Wie gesagt, hier oben steht vor allem auch sehr viele Detlefs Reisemobile. Da müssen wir auch ganz klar sagen, dass Detlefs uns da in einer schwierigen Situation noch sehr gut ausgeholfen hat. Ja. Haben uns da noch mit Fahrzeugen versorgt. Und im Moment haben wir jetzt einen Bestand, wo in der normalen Zeit noch zu wenig wäre. Ja. Aber ich denke, für Corona sind wir jetzt bei 80, 90 Fahrzeugen im Moment. Das ist gut. Also ich glaube, da haben wir jetzt noch ganz gut was dastehen. Ja. Und noch sehr, sehr viel Auswahl, wenn man sich die Handelsplätze mal so anguckt. Das ist wahr. Ihr macht ja Detlefs, wie lange? Das glaube ich von Anfang an. Ach, die Zahl weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube schon seit 25 Jahren. Also letztes Jahr haben wir, glaube ich, oder zur jetzigen Händlertagung haben wir für letztes Jahr gekriegt.
für 25 Jahre Detlefs. Wow, ja. Das ist schon eine Leistung. Das sind schon zwei, drei Autos über die Wupper gefahren. Das ein oder andere schon, ja. Super. Genau. Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal noch runter zum Wohnwagenbereich. Ist jetzt auch, wer schon vor ein paar Monaten noch bei uns auf dem Hof war, der hat gesehen, da ist nicht viel los. Vor zwei Wochen war es noch leer. Ja, also wir haben jetzt schon wirklich, es ist halt auch wirklich nicht gerade schlechte Nachfrage dieses Jahr. Dementsprechend haben wir teilweise Fahrzeuge da, die zwei Tage später wieder weg sind. Ja. Ich kann einfach das ganze Jahr wegfahren. Ich bin halt, wir sind so im Schnitt die letzten Jahre immer über noch Nächte im Reisemobil unterwegs gewesen. Wow. Und da fährst du halt auch im Winter. Beim Skifahren stehen wir überall das ganze Jahr unterwegs. Und halt alle zwei, maximal drei Wochen sind wir weg. Wenn es auch nur zwei Tage sind, immer weg. Das macht den Reiz aus, ja. Ja, da habe ich schon die eine oder andere Erfahrung gesammelt. Ja. Sehr cool. Ja, ich wollte es nur mal so wissen. Analyse. Damals unseren Wohnwagenbereich. Wir arbeiten in unserem Wohnwagensegment sehr, sehr stark mit Detlefs zusammen. Weil die aktuell, finde ich, auch einfach einen super Job machen. Also das Produktmanagement von Detlefs, was die für Modelle jedes Jahr rausbringen. Ja. Der Nomad wurde ja letztes Jahr überarbeitet, dieses Jahr der Bedouin Scandinavia, der neu rauskommt. Der Aero, das sind, finde ich, schlüssig schöne Modelle. Ja. Und natürlich auch noch mit der Arriva zum Schluss. Wie gesagt, wir haben ja schon angekündigt, gerade auch beim Tobi haben wir es schon eingängig erklärt, wir bauen ja sowieso neu. Also Ende 2021 planen wir damit, dass das neue Gebäude fertig wird. Das wird auch so schräg hier gehen, also ganz weit vorne, sind im Prinzip am gleichen Standort. Ja, wir das Einzige werden sogar Nachbar zu dem jetzigen Gebäude werden. Und von der Ausstellung, die wir schon gesehen haben, werden wir uns an Mannheim stark orientieren. Ist euch echt gut gelungen, auch hier als Übergangsplatz jetzt mal die Lösung zu wählen. Dankeschön. Das muss man ja ganz klar nochmal betonen. Haben wir ja im ersten Video lang und breit darüber gesprochen, wie die Situation hier in Wertheim ist. Ja. Aber ich kenne natürlich Mannheim und ihr kennt hoffentlich das Video. Also so eine Ausstellung siehst du selten bis gar nicht. Genau, wir schauen uns noch mal kurz in die Werkstatt. Da haben Sehr schön. Noch mal kurz ein Sneak Preview. Ein richtiges Video dazu kommt ja noch. Also ich hätte es jetzt auch so gemacht, bevor wir uns hier diese schöne Wand aushängen. Ich darf dich jetzt einmal hier hinter die Absperrung lassen. Das schadet dir auch nicht, wenn man sowas hat. Es gibt ja auch, ich komme ja auch aus dem Handel, immer wieder am liebsten Camper, die in ihrem Auto sind, während gearbeitet wird dran. Das geht auch haftungsrechtlich heutzutage nicht. Man darf nicht im Logo. Bei uns in die Werkstatt, darf man als Kunde nicht, weil das versicherungstechnisch, wie du gesagt hast, wenn da irgendwas passieren sollte. Katastrophe. Da wirst du nicht mehr glücklich. Deswegen hier der Aufkleber Zutritt nur für hier beschäftigte Personen. Und ich kriege jetzt nichts, deswegen darf ich mitgehen. Du darfst. Ich beschäftigt bin. Genau. Du darfst mal mit reingucken. Wir haben hier schon mal gesamt. Mit dir und der Kamera und dem. Hier noch sehr, sehr groß. Ja, also die neue Werkstatt wird um die 13 Boxen haben. Mhm. Jede Box hat ihr eigenes Tor. Also ich würde sogar behaupten, wir wären dann sogar noch effizienter, was das Gebäude angeht hier. 13 ist eh schon eine Menge. Weil jeder Monteur hat seine eigene Box, kann selbstständig sein Fahrzeug ausfahren. Hier haben wir zwei Tore. Also das wird rein organisatorisch noch mal viel, viel besser. Aber zur Werkstatt machen wir noch mal zwei separate Videos, wie wir es in Mannheim dann auch gemacht haben. Der Tobi auf seinem Kanal wird ein Video zur Werkstatt kommen und auf unserem Kanal natürlich auch noch mal eins. Ganz wichtig ist nämlich, dass wir noch mal auf diese Situation hier eingehen, weil das kann man ja schon mal vorneweg nehmen. Wertheim war als Standort nicht der beliebteste, was die Werkstatt angeht. Und wir wollen euch jetzt auch mal zeigen mit den Videos, dass das anders aussieht. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr da immer up to date bleiben wollt, dann abonniert unbedingt unseren Channel. Auch den Channel vom Camper Tobi, da werden auch jetzt mehrere Videos kommen. Schreibt eure Gedanken, euer Feedback, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, gerne bei uns in die Kommentare rein. Und über ein Like würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und dann verabschiede ich mich schon mal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Sehr schön, ich freue mich. Ciao. Danke, Wertheim.